Hallihallo und herzlich willkommen zu Surgeon Simulator. So, und jetzt machen wir hier mal Click to Begin, oder? Mit der Brille habe ich einfach an. Das ist gar nicht meine Brille. Ich habe eigentlich gar keine Brille. So, und normalerweise muss man hier auf Operations klicken, aber ich mache jetzt hier auf mal. Ich habe Schnauze, mein Freund. So, jetzt machen wir hier nochmal eine Herztransplantation. Und, hallo? Hallo, mein Freund, hallo? Hallo, hallo, ich merke dich. So, jetzt reicht's aber dann mal. Weg mit dir! Ich krieg das Ding nicht weg. Ich krieg das Ding nicht weg. Weg mit dir. Doch, weg mit dir. Oh, das Herz! Das Herz ist frei! Oh. So. Ich habe die Controls auf jeden Fall noch gar nicht im Griff. Aber. Du bist jetzt erstmal. Das Ding in Hand! Wir haben das Ding in Hand! Weg mit dir! Nee! So, mein Freund. Hallo Bob. Wie geht's dir? Hallo Mel, wie geht's dir? Mel, wie geht's? Oh, ich hab dich schon weggehauen. So, jetzt. Nein! Hammer! Freunde, ihr müsst mir das auf jeden Fall verzeihen. Obwohl ich hier die Brille habe, sehe ich doch schon was, aber ich sehe, wie schlecht ich hier bin. Und du, mein lieber Freund, hallo, wie geht's dir? Mir geht's ja nicht. Hallo. Willst du meine Hand? Riech mal meine Hand. Riech mal dran. Willst du eine Schelle? Was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade gesagt, Melon? Was hast du gesagt? Okay. So. Nein, das Herz! Melon! Dein Herz! Okay, Freunde. Ich glaube, das ist alles verloren hier. Weg! Ich habe keine Lust mehr, diesen Job zu machen. Ach nee. Ich habe keine Lust mehr, diesen Job zu machen. Das ist so ein scheiß Job. Oh, Bob, es tut mir leid, du wirst sterben. Aber ich werde dir noch eine Schelle geben. Bang! Und bang, 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 so. Sehen wir uns nach dem Cut wieder. Da sind wir wieder, Freunde. Oh, nee, Digga. So, jetzt die Hand auf jeden Fall mal richtig hin. Und jetzt hier. Ah. Nein, der Wecker. Du scheiß Wecker, verpiss dich. Verpiss dich! So. Nein, wir haben noch nicht geöffnet! Nein! Bob! Weg mit dir! Ja! Was haben wir schon kaputt gemacht? Wir haben schon alles! Schon kaputt! Weg mit dir! Drehen! Das Zeug's da, rein mit der Hand da! Und jetzt nimm das Zeug doch! Schwester, bitte, helf mir! Schwester, helfen Sie mir! Ah, zack! Ich hab! Na raus mit dir! Es geht nicht raus! Nein! Bitte komm raus! Nein, Lunge, lass mich doch nicht! Nein, oh, ich hab eine Errungenschaft erhalten! So! Lunge, was machst du da drin noch? Ja, ist weg! Oh, ist weg! Jetzt! Ah? Ah, wie? Ja, raus mit dir! Was? Warum geht der nicht raus? Nein! Er verblutet uns! Ah, wie? Nein! Jetzt raus! Ja! Ja! Hallo, das ist deine Lunge, mein Freund. So, jetzt da? Ah? Ja, komm. Nein, eben nicht! So? Ah? Boah, du Scheiß! Knochen! Nein, bitte! Hier? Sir? Nein, ich habe die Brille an, ich sehe nichts! Ja, raus mit dir! Ja! Und jetzt hier auf! Öffne das Dings! Öffne es doch! Nein, kein Getränk jetzt! Ja! Und jetzt. Ja. Ruhig, sanft und. Nein! Ruhig, sanft. Nein, das ist ein Herz. Ruhig. Nein, Herz! Ruhig, sanft und. Gezielt! Da ein. Nein, das alte Herz ist noch drin!
Nein, das Alte. Habe ich das was in der Hand? Ich habe gar nichts in der Hand. Ich bohre einfach rum. Och nee. Ach nee, erwisch dich. Nein. Nein, Bob. Bob, Bob, bitte. Bitte beruhig dich. Beruhig dich, Bob. Beruhig dich, Bob. Beruhig dich. Bob, 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 Bob. Ich weiß, es wird schwer werden. Ich weiß es. Okay, schau bitte nicht hin. Schau nicht hin, Bob. Ist gut. Ist doch alles okay. Ist alles okay, Bob. Ach nee, Bob. Bob. Ja. Bob, nee. Es tut mir leid, Freunde. Ich kann so nicht mehr arbeiten. Nein. Wir haben unseren ersten Patienten verloren. Obwohl ich es schon das zweite Mal probiert habe, aber wir haben unseren Patienten verloren. Sogar dieses Schwanz. Nee, aber Freunde, wir haben ihn verloren. Er hatte so ein schönes Leben. Er hatte Kinder, er hatte eine Familie. Und ich hatte eine Brille, die ich jetzt wieder anziehe. Er hatte so ein schönes Leben und wir... Was haben wir gemacht? Wir haben die sieben genommen! So, da sind wir wieder. Ich habe mich wieder ein bisschen eingekriegt. Ich bin jetzt wieder ein bisschen nicht mehr so am Arsch wie vorhin. Ich schaue jetzt mal hier mal an meine Akten. Mal schauen, was hier so geht. Ich habe ein paar Anti-Aggressionstests gemacht und... Flasche, warum wackelst du da hinten? Ich habe keine Lust mehr! Anti-Aggressionstest! Was auch soll das denn? So, machen wir jetzt so ein bisschen eine Haartransplantation, würde ich mal sagen. Mal schauen, ich habe ja eben, wie gesagt, ein bisschen Anti-Aggressionstest gemacht. Das hat, wie ich finde, hat ziemlich geholfen mir, weil ich war davor wirklich so ein aggressiver Mensch und das will ich einfach nicht mehr sein. Vor allem hier auf YouTube mit diesen Videos will ich das einfach nicht mehr so zeigen, so ein aggressiver Typ zu sein. Und ich habe hier einen Hammer. Meine Uhr. Meine Uhr geht einfach mal ins Herz rein. Okay, läuft. So. Was tönt da? Ah, ein McChicken ist zu Ende. Hallo. So, jetzt machen wir das hier mal kaputt. Hey! Oh nein, nein, nein! Oh! Ja, geht kaputt! Warum geht das nicht kaputt? So, jetzt geht kaputt hier! Er glitscht da drin! Der Hammer, meine Freunde! Der Hammer! Das ist der Hammer, Digga! So, das geht weg hier! Ja, genau! Ja, nein! Ja? Und jetzt hier noch? Ja! Bitte, geh weg! Oh, wir haben das zerstört! So, weg mit dir! Ach nee, nicht mit ihm rein! Nein! So, jetzt müssen wir hier mal die Hand richtig hinkriegen. Wir sind ein Doktor, ich habe 3 Doktortitel, ich bin Dr. Pumpkin und ich kann das. Bitte vertrau mir, mein Freund. Bitte vertrau mir. Hallo, Melon. Hallo, vertrau mir, Melon. Hallo. Ich streichle dich ein bisschen. Hallo, Melon. Oh, da war dein Herz. Melon, hast du gesehen? Dein Herz. Dein neues Herz. Es kommt nicht von mir. Ich hätte keine Lust, dir das zu spenden. Aber gut. Ich komm raus hier. So. Wir haben deine Lunge. Hallo. Ich friss deine Lunge. So. Nein, nicht da unten. So, und da seht ihr da schon das Herz. Das Herz unserer Operation. Das Herz unserer Operation. jetzt haben wir es. Ja! Friss deine Zeit nach noch. So. Und jetzt brauchen wir ein Skalpell. So. So, und jetzt gehen wir hier hin. Nehmen uns das Dings. Ja, wir haben es. Hände umdrehen. So, und jetzt ganz vorsichtig. Ganz ruhig. Schneiden. Und das durchtrennen. Hier durchtrennen. Ja, genau so sollte das gehen, ja? Ja, das sollte richtig sein, ja? Ja, ein bisschen hier noch, ein bisschen da noch, abdrehen, komm. Ja, da genau da, ja, genau. Nein, ich steck fest. Komm, trenn dich mal ab, du Scheiße. Ja.
So. Haben wir das Zeug durchtrennt? Nee, oder? Nein, das Herz, es ist immer noch online! Und unser Herzdings! Es rast! Eine Spritze, komm! Eine Spritze! Komm! Ich geb dir noch die Spritze! Dann lebst du noch ein paar Minuten. Hör's hier. So, ich werf dir die Spritze jetzt mal in den Körper rein. Ach nee, ist doch nicht gern. So. Eine Tasse Tee gefällig. Hier. Trink! Das ist gut für deine Gesundheit. Trink bitte. Einen Schluck. Dein Herz ist hier drin. Dein Herz ist hier drin. Nein, bitte öffne dich. Oh, bitte öffne. Ja. Hallo, dein Herz. Dein Herz. Bitte pass auf. Hier, mit dem hättest du gelebt. Aber ich konnte dich nicht retten. Und ich werf's jetzt mit 3 zu 1. Ach nee, das ist uns ja gefallen, das Herz. Nein, pass auf, du bist bald tot. Pass auf, bitte, nein, ich will dich nicht, nein. Nach diesen ganzen Bemühungen war es doch eigentlich für den Arsch, das Ganze, weil, wir haben ihn nicht retten können. Es liegt, ich kann nicht mehr reden, es tut mir leid, es liegt noch eine Lunge neben ihm. Das war die Lunge der Hoffnung. Die linke, die war seine Raucherlunge, aber die linke war die Lunge der Hoffnung. Die rechte war halt voll Rauch, muss ich halt einfach mal sagen. Ach, Freunde. Ich habe keine Lust mehr. Ich gehe hier ins Menü jetzt. So, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wenn ja, dann lasst mal eine positive Bewertung da. Und ja, es war halt mal etwas anderes hier. Meine Haare sind immer noch nass, weil ich so schwitze von dieser Operation. Und ja, ich würde sagen, wäre es das gewesen für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze mal gefallen. Bin noch richtig sexy angekleidet. Wie so ein richtiger Dings. Und ich... Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Ich mache das vielleicht irgendwann wieder mal. Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall nicht täglich. Aber so kann nie. Vielleicht werde ich mich heute niemand anrufen. Darum muss ich jetzt von meinem Schreibtisch aufstehen. Und ja, ich würde sagen, haut rein, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.